machen wir heute ganz einfach. Ich habe hier so 3 mm NDF-Leisten, die ich hier zugeschnitten habe. Aus dem einfachen Grunde. Ich habe ja hier meine LED-Pfeifen. So, würde ich die jetzt rundherum so hin machen, würde mir zwar das Licht jeden und alles ausleuchten, aber das möchte ich ja gar nicht. Das Licht soll ja auf die Wand projiziert werden. Deswegen kommen hier überall Leisten rein, sodass ich die LEDs so hinkleben kann. Und wird dann das Licht besser an die Wand gestreut. Ja, und das machen wir halt rundum, da wo die LEDs kommen und nachher zum Schluss auch noch hier. Ich setze natürlich auch voraus, dass ich hier überall noch Kerzen reinmache für die Übergänge. Also da haben wir noch ein bisschen was zu tun. Okay. Dann kommt der nächste ganz wichtige Schritt, und zwar, wir wollen hier nachher auf diese Leisten hier unsere LED-Streifen kleben. Und diese LED-Streifen, die sind ja selbstklebend. Allerdings auf MDF oder auf allen Holzoberflächen, die unbehandelt sind, hält das nicht wirklich. Ja, ganz wichtig ist mir hier, die Oberfläche irgendwie zu versiegeln. Das kann sein, entweder einmal mit Leim drüber geben, ja, einmal mit Farbe drüber gehen. Ich habe hier zum Beispiel noch ein bisschen Klarlack. Egal was es ist, Fakt ist, die Oberfläche von dem MDF-Streifen, die muss irgendwie ein bisschen versiegelt sein. Da braucht man sich jetzt auch gar keine große Mühe geben. Ja, einfach mal mit Pinselchen überall mal drüber gehen. Zack. Weil ich kann euch garantieren, spätestens am zweiten, dritten Tag fängt es an und dann hängen die LED-Streifen schon wieder runter. Ich habe da übrigens noch einen kleinen Tipp. Ihr könnt auch zum Beispiel, wir machen jetzt mal ein Quickie. Ich habe diese Tage mal was vorbereitet. Das spiele ich euch jetzt ein. Das könnt ihr auch nehmen. So, und wie funktioniert das mit dem Kleber machen? Ganz einfach.
alte Dose, ne, voll die dicke Sauerländer. Die nehme ich, weil die sind immer mit einem Kunststoffdeckel. Sehr praktisch. Ich esse auch gerne davon ab. So, was brauchen wir noch? Universalverdünnung, also Nitroverdünnung. Und wir brauchen, Problem Nummer 1, Styropor. Meistens sind Verpackungen so groß, entsorgen wird immer schwieriger. Ich zeige euch, wie ihr das ganz schnell entsorgt und habt noch einen 1A Kleber. Ganz easy. Ein bisschen Nitroverdünnung rein. Und jetzt nehmt ihr Styropor. Styropor. Das ist kein Zeitraffer. Ja, ihr hört es also, ich rede. Und das wird innerhalb von Sekunden löst sich das Zeug auf. Wenn es sich nicht mehr auflöst, ja, dann ist es gesättigt. Dann ist eigentlich schon zu viel Styropor und zu wenig Nitro. Aber ich kann euch sagen, also für die Menge Kleber, ja, da sind von meinem 3D-Drucker zwei dicke Platten draufgegangen. Es wird also extrem reduziert. So. Und ganz wichtig, schön umrühren. Das ist eine schöne zähe Masse. Je mehr Nitroverdünnung drin ist, umso dünner wird es natürlich. Ja, das ist jetzt noch relativ zäh. Man kann es mit Nitroverdünnung auch dementsprechend einstellen und es dünner machen. Aber ihr habt gesehen, ruckzuck löst sich das Styropor auf und das Zeug, das klebt wie Sau. Das klebt richtig wie Sau. Billiger könnt ihr euch keinen Kleber machen. Ich finde es immer noch ein bisschen zu dick. Und dann heißt es rühren, rühren, rühren. Also, probiert es mal aus. Ich habe es auch ausprobiert. Ob es funktioniert, das sehen wir dann. So, ich habe dann hier mal meinen ersten Versuch, was zu kleben mit diesem Kleber. Und wie man sieht, das hat richtig gut geklebt. Ja, das ist also nicht an der Klebenaht auseinandergebrochen, sondern genau dazwischen. Hier fehlt was vom Material und hier ist was zu viel. Das heißt also, das ist jetzt nur Hartfaser gewesen. Also ich finde, das ist Patex 2.0. Ich will da jetzt auch gar keine allzu dicke Schicht drauf machen. Ich nehme jetzt auch nur so ein Hölzchen, weil ich möchte mir dafür jetzt nicht extra noch einen Pinsel versauen. Weil den kriege ich wahrscheinlich nicht mehr sauber. So. Ich lasse es auch nicht ablüften. Ob es ein Kontaktkleber ist, weiß ich nicht. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber ich werde die jetzt einfach so zack zusammen. Und mal ordentliche Zwinge draufsetzen. Zack. Ich setze dann noch eine zweite drauf. So, das lassen wir jetzt mal trocknen. Und dann machen wir nochmal so einen Bruchtest, wo es denn nur auseinanderreißt. An der Klebestelle oder reißt das Holz auf? Wir werden sehen. So, ich habe jetzt hier zwei Multiplex-Platten mit dem Kleber verklebt. Da schauen wir doch mal,
wie gut das auch ist, dass auch was taugt. Also biegen kann man es. So, wenn man mal genau hinschaut, es ist also nicht in der Klebestelle gebrochen, sondern da sind überall diese Querholzfasern drin, von dem hier. Also ich sag mal, das ist jetzt kein hochfester Kleber, aber für normale Anwendungen, vor allen Dingen für flächige Verklebungen, taugt das Zeug allemal. Also ich bin begeistert. Kostet so gut wie gar nichts. Man wird seinen Müll los und ich finde es top. So, hier ist übrigens mein selbstgemachter Kleber. Ja? Ihr solltet den allerdings dann nochmal ordentlich verdünnen, dass ihr den um einen Pinsel aufgestrichen kriegt. Und ganz wichtig, jetzt die Mutti's besten Pinsel nehmen. Sie wird es euch nicht danken, weil den könnt ihr anschließend wegschmeißen. Es lohnt sich also nicht, den nachher mal großartig sauber zu machen. So, hier ist also mein selbstgemachter Kleber. Konsistenz müsst ihr euch dann selber einstellen. Ich habe, wie gesagt, jetzt hier gerade noch meinen Klarlack. Nehme ich den also. Und gut ist.
das war das Projekt Wandlampe. Wenn es euch gefallen hat, ne, abonnieren drücken und ganz wichtig das Glöckchen. Würde mich freuen, wenn ihr auch mal ein Like da lasst oder ganz einfach mal kommentiert. Ich bin mega happy, was man aus Resten so machen kann. Und jeder Rest inspiriert mich dazu, da noch was draus zu machen. Ich bin begeistert. Mir gefällt's. In diesem Sinne, ciao bei Bernies Bastel Channel.